Hallo meine Lieben, es ist November und November ist bekanntlicherweise Zeit zum Anbaden, denn die Gewässer werden kälter. Das Ganze bedeutet, dass wir uns dann schön Kälteschock abholen können. Und dieser Kälteschock hat eine ganze Menge gesundheitliche Vorteile, aber dazu gleich mehr. So, genau, wir sind hier am Tegeler See. Anscheinend sind es 10 Grad Außentemperatur und noch ungefähr 10 Grad Wassertemperatur. Ich habe hier so ein kleines, aber feines Aquariumthermometer dabei, dann checken wir das mal aus, ob es auch wirklich so kalt ist. Meine Dusche zu Hause ist anscheinend nur 14 Grad warm, also ist gar nicht mal so kalt, wie ich gedacht hätte. Schauen wir mal, wie das jetzt im Wasser ist, aber kalte Thermogenese ist eine super Sache. Ich nehme euch mal mit auf den Steg und dann erkläre ich euch ein bisschen mehr. Alrighty, meine Lieben. 10 Grad Wassertemperatur. Ich check das nochmal hier nach, gleich mit dem Thermometer. Das nehme ich auch nochmal auf, dass ihr auch nicht beschissen werdet. Und kalte Thermogenese heißt nichts anderes, als sich einen Kälteschock zu verpassen. Hat einfach den Vorteil, dass unser Körper resistenter gegen Kälte wird. Das heißt, unser Körper regt die natürliche Wärmeproduktion an. Wir haben sowohl weißes Fettgewebe als auch braunes Fettgewebe. Glaubt man kaum. Und dieses braune Fettgewebe sorgt einfach dafür, dass wir warm sind. Und kalte Thermogenese hat unglaublich viele Vorteile. Kalte Thermogenese heißt nichts anderes, als einfach kalt duschen, einfach seinen Körper der Kälte auszusetzen. Und das Beste, was man machen kann, ist hier in so einen See zu jumpen, weil ja, Wasser einfach dem Körper am meisten Wärme entzieht. Und was da passiert, ist, dass der Körper schneller Fett verbrennt, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird, ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird, den man sonst vielleicht nur mit Krafttraining erreichen kann. Zum Beispiel wird die Testosteronproduktion angekurbelt, Signalstoffe wie PGC1-Alpha oder IGF-1 werden ausgeschüttet, die einfach für einen Wachstumsschub sorgen. Gleichzeitig zur Fettverbrennung und zum angeregten Stoffwechsel. Klar, der Körper muss sich erhitzen von innen und nutzt dafür vor allem das braune Fettgewebe. Wir haben zwei verschiedene Arten von Fettgewebe, sowohl das braune als auch das weiße Fettgewebe. Weißes Fettgewebe ist halt das, was wir so an den Hüften und am Hüftspeck so ein bisschen sehen. Und das ist eigentlich nur ein Energiespeicher und auch ein hormonaktives Gewebe. Das braune Fettgewebe wiederum, was wir vor allem hier im Bereich des Nackens und auch so ein bisschen im Brustbereich haben, sorgt einfach für die Wärmeproduktion. Und wir können durch so eine Kältereize, können wir einfach dafür sorgen, dass das weiße Fettgewebe mehr und mehr zum braunen Fettgewebe wird. Was hat das für Vorteile? Du frierst nicht so viel im Winter, dein Immunsystem wird verdammt stark, du wirst generell verdammt stark darin, dein Körper wird einfach verdammt stark darin, sich Reizen auszusetzen, äußerlichen Reizen, ja, und Stress. Ja, im Endeffekt ist dieser Kältereiz ja ein Stress für den Körper. Und das Ganze regt einfach die Energieproduktion in deinem Körper an. Ja, deine Mitochondrienanzahl nimmt zu. Mitochondrien sind so deine Energiekraftwerke der Zellen, die wir eigentlich auch durch Ausdauertraining und durch Krafttraining einfach ja, hochfahren. Und all das macht auch Kältetraining. Und ja, ich meine, das ist jetzt November, beste Zeit zum Anbaden. Wir checken jetzt mal, was da für eine Temperatur drin ist und dann nehme ich euch mit ins Wasser. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier gleich mal los. Wenn du ein bisschen mehr Kältetraining in deinen Alltag integrieren möchtest, dann fang am besten an, morgens kalt zu duschen. Ja, fang am besten an mit dem Warmduschen, mit Kaltabduschen, dann machst du Wechselduschen, dann fängst du an, direkt kalt zu duschen, kannst danach gerne nochmal warm duschen. Und Stück für Stück wirst du einfach mehr und mehr dafür sorgen, dass du nur noch kalt duschst. Dann kannst du einmal Eisbäder machen, zum Beispiel in deiner Badewanne. Und letzten Endes kannst du auch im Winter hier in den See jumpen. Das machen wir ganz simpel, ohne reinzuspringen. Ja, Kälteschock. Wir spüren das Ganze und lassen die Kälte so ein bisschen auf uns wirken. Atmen tief ein und wir atmen tief aus. Ja, wir nehmen die Kälte so ein bisschen an, spüren die Kälte und halten die Kälte so ein bisschen willkommen. Sind hier gerade Leute, die mich komisch angucken, dass ich das mache. Man kann das Ganze noch mit Atemtechniken, mit Meditation verbinden. Und wir halten das Ganze. Wollen Sie mit reinkommen? Vielleicht später, wenn hier Eis ist.
Dafür trainiere ich ja auch, wissen Sie? Aber nächstes Mal kommen Sie mit. Ist nicht so kalt, ich habe gerade mal nachgemessen, 10 Grad. Also das ist in Ordnung. So, wir tauchen einmal unter. Und so langsam wird das Ganze auch warm. Langsam spürt man, wie der Körper da den Stoffwechsel hochfährt. Das braune Fettgewebe arbeitet. Ja, der Blutfluss erhöht sich. Fängt ein bisschen an zu kribbeln, das ist in Ordnung. Beine werden taub. Auch echt ein bisschen länger drin bleiben. Sekunden halten wir noch. Gehen wir nochmal mit dem Kopf drunter. So, Außentemperatur sind sogar nur 7 Grad. Hier sind noch ein paar werte Ruderer, die leider nicht mit ins Wasser wollten. So, viel Spaß. Komm gut nach Haus. Und also da vorne springt ihr dann auch rein, ne? Ist alles auf Film. Ach Quatsch, hält lange gesund und fit. So, ach, ein paar Leute hier, schön, schön. Ja, ist eine kleine Challenge vielleicht für den November. November, no heat, no warm showering. Lieber Cold Shower. Und ja, ich werde dazu vielleicht noch mal ein paar mehr Videos machen, warum kalte Duschen gut sind. Aber versuch mal so ein bisschen deine Komfortzone auszuweiten und geh mal kalt duschen. Ja, dieser innere Widerstand, den man am Anfang spürt, ist wie in allen Lebensbereichen, sei es vom Training, sei es vor irgendeiner Belastung, sei es davor, einfach eine Person vielleicht anzusprechen. Bei allen Dingen, die so ein bisschen aus der Komfortzone herausgehen, kann dir das weiterhelfen. Also, das war jetzt gar nicht mal lang im kalten Wasser. Mach dir noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns. Wow.